Wir Hornisten haben ganz großes Glück, dass Mozart uns so viel Musik geschenkt hat. Schon im Alter von 7 Jahren lernte Mozart den Hornisten Josef Leitgeb kennen. Leitgeb spielte in der Salzburger Hofkapelle und war ein großer Solist auf dem Horn. Bei seinem Auftritt in Paris im Jahre 1770 feierte ihn Presse und Publikum enthusiastisch. 1773 ging er wieder zurück nach Wien. Im Gegensatz zu einem weit verbreiteten Irrtum war Leitgeb nie im Käsehandel tätig. Sein Schwiegervater, der Italiener war, betrieb in Alt-Lerchenfeld einen Wurst- und Käsehandel. 1783 übernahm Leitgeb eine feste Anstellung als Hornist bei Anders Krassalkowitsch, den Zweiten. Mit Mozart und seinem Vater Leopold verband ihn eine enge Freundschaft. Leitgeb liebte Mozarts Musik über alles. Er bettelte Mozart darum, ihm doch ein Hornkonzert zu schreiben. Schließlich ließ Mozart sich erweichen, stellte aber die Bedingung, dass Leitgeb währenddessen hinter dem Ofen knien müsse. Leitgeb kroch tatsächlich hinter den Ofen und harrte dort auf den Knien geduldig aus, während Mozart schrieb. So entstand das Hornkonzert S-Dur, dem Mozart folgenden Spaß hinzufügte: sich über den Leitgeb, Esel, Ochs und Narr erbarmt. Zu Wien, den 27. Mai 1783. How were the last 3 days here for you? Was? Three? For everybody, I think. Very good atmosphere, very good musicians, splendid soloist. And Karl Baumann, surprisingly awake, and he said, contacting. So just pleasure for everybody. Thank you.